Alter, vielleicht das beste Ergebnis für die Grünen bei der Bundestagswahl überhaupt, aber trotzdem eine Enttäuschung, oder? Ja, wir sind. Das Ergebnis ist erfreulich, aber wir hätten uns mehr erwartet. Und ich danke einfach erstmal unseren Wählerinnen und Wählern und unseren ganzen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern und insbesondere unseren Spitzenkandidaten Annalena Baerbock und Robert Habeck. Aber das erfreulich nehme ich Ihnen nicht ganz ab. Die Grünen lagen die letzten beiden Jahre eigentlich in Umfragen konstant über 20%. Das Wahlergebnis war wieder schlechter als die Umfragen, beziehungsweise auch die letzten Umfragen sahen Sie nur ungefähr auf diesem Niveau. Woran lag es? Wie gesagt, es ist trotzdem das beste Wahlergebnis und ich habe gesagt, wir haben uns mehr erhofft und ich glaube, dass man erstmal abwarten muss, wie die Zahlen am Ende wirklich ausschauen. Noch sind die Zahlen sehr schwankend und dann werden wir es sehen. In Berlin zum Beispiel freuen wir uns, dass wir hoffentlich stärkste Partei geworden sind. Aber die Zahlen im Bund sagen, dass die Grünen wahrscheinlich 10% hinter CDU und Union liegen. Was ist das für ein Auftrag für eine mögliche Regierungsbildung für die Grünen? Wir sehen das als Auftrag, das Beste aus dem Ergebnis zu machen, um dafür zu sorgen, dass am Ende Klimaschutz rauskommt, dass Europa zusammengehalten wird, dass die Gesellschaft zusammengehalten wird. Und wie das am Ende sozusagen ausläuft, glaube ich, wird es ein sehr langer Abend. Nämlich SPD und Union sind sehr eng beieinander. Auch wenn die beiden SPD und Union sehr nahe beieinander liegen, es könnte ja auch darauf hindeuten, dass womöglich beide, die vorne liegen, zu Sondierungsgesprächen, zu ersten Gesprächen einladen. Rechnen Sie damit? Wir haben gesagt, wir schließen nichts aus, aber es lohnt sich erstmal abzuwarten, wie das Ergebnis wirklich ist. Aber wie sinnvoll wären parallele Gespräche mit SPD und mit Union? Das halte ich jetzt erstmal für reine Spekulation. Schauen wir mal, wer am Ende vorne liegt. Wie weit wäre denn der Weg in die Ampel oder nach Jamaika für die Grünen mit diesem Ergebnis? Für uns ist entscheidend, dass eine progressive Regierung rauskommt, die wirklich auf Augenhöhe mit den Problemen agiert. Und das heißt, wir müssen wirklich jetzt dafür sorgen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Wir müssen, was wir erlebt haben in der Corona-Pandemie, dafür sorgen, dass wir endlich eine vernünftige Digitalisierung haben. Wir müssen die Spaltung in der Gesellschaft angehen. Wir müssen Europa stärken. Das ist das Entscheidende, dass keine Regierung mehr des kleinsten gemeinsamen Nenners gibt. Anton Hofreiter, vielen Dank.